ihr Lieben, da bin ich wieder. Wir starten mit unserem Begrüßungslied. Hallo Kinder, ihr seid dort, ich bin hier. Heute wollen wir spielen, heute wollen wir spielen, groß und klein, das ist fein. Hallo Eltern, ihr seid dort, ich bin hier. Heute wollen wir spielen, heute wollen wir spielen, groß und klein, das ist fein. So, ihr Lieben, heute möchte ich gerne ausschließlich mit euch singen, damit die Kinder weiterhin die Lieder verinnerlichen können, ihren Wortschatz weiter, also ihren passiven Wortschatz weiter aufbauen können und ihr ein bisschen mit den Kindern gemeinsam was zu tun habt. Genau. Wir machen dann gleich weiter mit dem Fähnchen. Wie das Fähnchen auf dem Turme sich kann drehen bei Wind und Sturme, so soll sich mein Händchen drehen, dass es eine Lust, es anzusehen. Wie das Fähnchen auf dem Turme sich kann drehen bei Wind und Sturme, so soll sich mein Händchen drehen, dass es eine Lust, es anzusehen. Ei, wie schön, so sollen sich meine Händchen drehen. Sehr schön. Wie gehabt, ne, liegt unser Baby am besten mit Blickkontakt zu uns gerichtet, so dass wir schön in Kontakt treten können. Und wenn das Kind woanders hinschaut, ist das gar nicht schlimm. Also wenn das Kind mal zur Seite guckt und man so das Gefühl hat, dass es irgendwie abwesend ist, kann das einfach ein Zeichen für ich brauche eine kurze Pause sein, was völlig legitim ist, weil das Kind muss sich ja den Rhythmus merken, sich auf den Text so ein bisschen einlassen, ne? In Kontakt treten, das ist auch nicht immer einfach für die Kinder, einfach die Konzentration halten. Deswegen ist das völlig in Ordnung, wenn das Kind einfach mal kurz einfach beiseite guckt. Macht einfach weiter, ladet das Kind weiterhin dazu ein, mit aktiv zu sein, und wenn nicht, ist das auch gar nicht schlimm. Die Kinder genießen das natürlich trotzdem, wenn ihr für die Kinder singt. Genau so, weil darum geht es ja, ne? Dass wir mit den Kindern einfach gemeinsam in Aktion treten, ihnen zeigen, dass wir Zeit mit ihnen verbringen möchten und auch wirklich den Moment nur Augen für sie haben und nichts anderes. Also das Handy bitte mal wegpacken. Macht es in der Zeit, wo ihr mit den Kindern spielt, kurz auf lautlos und genau, konzentriert euch ausschließlich auf die Kinder. So, jetzt haben wir Hallo Kinder gesungen, das Fähnchen, und jetzt singen wir noch passend zum Lied, passend zum Wetter heute, es regnet. Und auch da wieder das Klatschen und das Donnern anpassen an das Alter und an die Empfindlichkeit des Kindes. Ne? Also wenn die Kinder noch sehr klein sind, erschrecken sie sich noch sehr vor lauten, plötzlichen Geräuschen. Also macht das Klatschen eher leise und das Bummern nicht direkt neben dem Kopf, so wie wir es manchmal ja machen, wenn die schon ein bisschen älter sind, also so ab 8, 9 Monate, sondern macht das eher auf Oberkörperhöhe und dann auch eher leise. Genau, wir singen. Es regnet, gar so sehr. Der Wind bewegt die Bäume hin und her. Es blitzt und es donnert, Ich schau und seh den Regenbogen. Es blitzt und es donnert, Ich schau und seh den Regenbogen. Es regnet, gar so sehr. Der Wind bewegt die Bäume hin und her. Es blitzt und es donnert, Ich schau.
seh den Regenbogen. Es blitzt und es donnert, es blitzt und es donnert. Ich schau und seh den Regenbogen. Sehr schön. Warum ich beide Seiten immer mache, ist, damit wir auch gleichermaßen beide Seiten bei den Kindern immer anregen. Das ist ja auch bei allen Anregungen, wenn wir sie hochnehmen und wieder ablegen, ist das ja genauso, ne? Dass ich immer darauf achte, dass ihr sie einmal von der rechten Seite hochnimmt und dann auch wieder von der linken Seite hochnimmt, damit einfach beide Seiten gut angeregt werden und keine Seite vergessen wird. Deswegen ist es bei den Liedern auch so wichtig, erst bei dem Fähnchen die rechte Hand, dann die linke Hand und auch mit dem Regenbogen, dass man einfach beide Arme benutzt, dass die Kinder das sehen, dass wir das machen und sie, wenn sie uns dann später nachahmen, es genauso handhaben. Genau, jetzt singen wir ein großer, ein runder Luftballon. Dazu haben wir hoffentlich, habt ihr vielleicht auch vier Bälle oder tatsächlich Luftballons. Guckt, dass ihr die aufblast ein bisschen, müssen ja nicht zu groß aufgeblasen werden. Und dann singen wir ein großer, ein runder. Okay. Ein großer, ein runder, ein grüner Luftballon. Fliegt langsam in die Höhe, gleich fliegt er mir davon. Doch an der Schnur der langen, da hol ich ihn zurück. Gleich hab ich ihn gefangen, da hab ich aber Glück. Und den nächsten, den gelben. Ein großer, ein runder, ein gelber Luftballon. Fliegt langsam in die Höhe, gleich fliegt er mir davon. Hui. Doch an der Schnur der langen, da hol ich ihn zurück. Gleich hab ich ihn gefangen, da hab ich aber Glück. Und ein blauer, ein großer, ein runder, ein blauer Luftballon. Fliegt langsam in die Höhe, gleich fliegt er mir davon. Doch an der Schnur der langen, da hol ich ihn zurück. Gleich hab ich ihn gefangen, da hab ich aber Glück. Und der letzte, der rote. Ein großer, ein runder, ein roter Luftballon. Fliegt langsam in die Höhe, gleich fliegt er mir davon. Doch an der Schnur der langen, da hol ich ihn zurück. Gleich hab ich ihn gefangen, da hab ich aber Glück. Sehr schön. Wenn die Kinder dann weiter singen wollen, könnt ihr natürlich auch einfach, wie wir es in der Gruppe ja auch machen, häufig ohne die Bälle, dann macht ihr einfach ein großer, ein runder, ein bunter Luftballon. Fliegt langsam in die Höhe, gleich fliegt er mir davon. Doch an der Schnur der langen, da hol ich ihn zurück. Gleich hab ich ihn gefangen, da hab ich aber Glück. Genau, also man braucht nicht zwingend Bälle. Es ist natürlich für die Kinder ein wenig spannender mit Ben, aber ist nicht nötig. So, jetzt singen wir noch, wenn du fröhlich bist. Wenn du fröhlich bist, dann klatsche in die Hand. Wenn du fröhlich bist, dann klatsche in die Hand. Ja, du kannst es allen zeigen, brauchst es niemand zu verschweigen. Wenn du fröhlich bist, dann klatsche in die Hand. Wenn du wütend bist, dann brülle wie ein Löwe. Roar! Wenn du wütend bist, dann brülle wie ein Löwe. Roar! Ja, du kannst es allen zeigen, brauchst es niemand zu verschweigen. Wenn du wütend bist, dann brülle wie ein Löwe. Roar! Wenn du traurig bist, dann fange an zu weinen. Wenn du traurig bist, dann fange an zu weinen. Ja, du kannst es allen zeigen, brauchst es niemand zu verschweigen. Wenn du traurig bist, dann fange an zu weinen.
Wenn du glücklich bist, dann rufe laut Hurra! Hurra! Wenn du glücklich bist, dann rufe laut Hurra! Hurra! Ja, du kannst es allen zeigen, brauchst es niemand zu verschweigen. Wenn du glücklich bist, dann rufe laut Hurra! Hurra! Genau, so. Jetzt singen wir noch die Fröschelein. Das haben wir lange nicht mehr gesungen. Kleines Training. Oh, wir machen es nicht auf den Beinen, beziehungsweise doch, ich drehe mich mal zur Seite und ihr könnt euch wieder aussuchen. Also wie gesagt, meine Puppe ist auch wieder schön beschwert mit Hantel und Gewicht, so dass es auch für mich nicht ganz so leicht ist. Und jetzt habt ihr die Auswahl. Entweder den Refrain so zu machen, die Kinder hochzunehmen, oder ihr legt euch auf den Rücken und macht diesen hier. Quack, quack, quack. Ja, das dürft ihr euch jetzt entscheiden, wie es für euch einfacher ist. Wichtig ist, dass ihr wieder, wenn ihr die Kinder so nehmt, dass ihr sie nicht unter den Achseln nehmt, bitte, dass die Arme hier nicht über den, an den Ohren schlaffen bei den Kindern, sondern wirklich schön am Oberkörper, am Brustkorb. Okay, dann geht's los. 3 Strophen und los. Am Anfang haben wir sie auf den Knien. Ne? So. Die Fröschelein, die Fröschelein, die sind ein lustiger Chor. Sie haben ja kein Schwänzchen und kein Ohr. Quack, 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 quack. Und kommt der Storch, und kommt der Storch, so springen sie ins Moor. Ups! Und quaken dort viel leiser als zuvor. Quack, 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 quack. Quack, 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 quack. Und scheint der Mond, so kommen sie hervor. Ups. Hallo. Und quaken dort, viel lauter als zuvor. Quack, 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 quack. Quack, 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 quack. Puh, geschafft. Das ist immer ein bisschen anstrengend. So. Jetzt singen wir noch Das ist hoch und das ist tief. Ist ja auch noch eins eurer Lieblingslieder. Und dafür muss ich einmal die Kamera ein bisschen aufrichten, weil das muss ich ja mehr oder weniger am Stehen machen. Mehr oder weniger ist, weil ich eigentlich einfach hinhocke. Ihr steht, wie gewöhnlich. Ne? So, ich hoffe, ihr seht mich, wo jetzt das Licht so ein bisschen gegen scheint. Also wieder die Kinder, schön am Brustkorb, Hände sind gefächert. So haben wir eine große Fläche und halten die Kinder sicher. Und dann geht's los. Das ist hoch und das ist tief. Das ist gerade, das ist schief, das ist langsam, das ist schnell, schwer. Das ist dunkel, das ist hell, ich bin groß und du bist klein, ich werde immer bei dir sein. Und nochmal. Das ist hoch und das ist tief. Das ist gerade, das ist schief. Das ist langsam, das ist schnell. Das ist dunkel, das ist hell. Ich bin groß und du bist klein. Ich werde immer bei dir sein. Genau, so. Und jetzt
habe ich mein Tuch vergessen, habe ich gar nicht. Das ist. Und jetzt singen wir noch ein Lied, was wir sonst, schwupps, da bin ich wieder, sonst immer mit dem Schwungtuch singen, was ich ja jetzt hier nicht habe und auch, das wäre ein bisschen merkwürdig alleine mit dem Schwungtuch. Ich habe jetzt hier einen Kissenbezug und falls ihr diese Jongliertücher habt zu Hause, macht das mit denen. Ich habe leider keins hier jetzt bei mir, deswegen nehme ich einfach so ein ganz normales Tuch, was ich jetzt nicht unbedingt für zu Hause empfehle. Nehmt einfach ein Spucktuch, die sind ein bisschen dünner oder wie gesagt die Jongliertücher. Und dann kann man das nämlich viel schöner als jetzt dieses Riesentuch, was ich jetzt hier habe, wedeln. Ne? Dann kann man das nämlich einfach über die drüber wedeln und so hat man den Wind. Okay, ich singe. Wind, 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 fröhlicher Gesell. Wind, 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 fröhlicher Gesell. Kommst um alle Ecken, willst uns Kinder necken. Wind, 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 fröhlicher Gesell. Wind, 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 fröhlicher Gesell. Bläst die Wolken weiter, machst den Himmel heiter. Wind, 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 fröhlicher Gesell. Genau. Und wenn sogar Mama und Papa dabei sind, kann man ja auch wirklich einen Kopfkissenbezug nehmen, das Kind da drunter legen und dann so machen, ne? Genau. So. Welche Lieder haben wir so noch gesungen zusammen? Das Seifenblasenlied, das kennen, glaube ich, noch nicht so viele von euch, weil das haben wir tatsächlich noch nicht ganz so häufig gesungen. Und das würde ich sagen, das singen wir jetzt. Ich weiß nicht, ob ihr das Lied Rosa-Roter Panther kennt. Auf jeden Fall ist es auf diese Melodie vom Rosa-Roten Panther. Genau. So, ich habe hier die Seifenblasen. Hier habe ich meine Pauline liegen. Und dann geht's los. Sieht mal her, die Seifenblasen schweben umher, sind gar nicht schwer. Fährst du sie an, sie platzen dann und wir fangen von vorne an. Sieht mal her, die Seifenblasen schimmern umher, sind gar nicht schwer. Oh nein, ich habe mich versunken. Kann ich das ganze Video nochmal neu machen? Nein, ich fange nochmal von vorne an. Entschuldigung. Seht mal her, die Seifenblasen schweben umher, sind gar nicht schwer. Passt du sie an, sie platzen dann und wir fangen von vorne an. Seht mal her, die Seifenblasen schimmern im Licht, du fängst sie nicht. Fährst du sie an, sie platzen dann und wir fangen von vorne an. Seht mal her, die Seifenblasen sind kugelrund und schwer zu fangen. Fährst du sie an, sie platzen dann und wir fangen von vorne an. Also die ist auch schöner, wenn man zu zweit ist, weil dann einer die Seifenblasen schön pusten kann und der andere sich auf den Text konzentrieren kann. Genau. So, was darf natürlich auf gar keinen Fall fehlen, ist unser Abschiedslied. Das singen wir nämlich jetzt. Alle Leute gehen jetzt nach Haus. Große Leute, kleine Leute, dicke Leute, dünne Leute. Alle Leute gehen jetzt nach Haus, gehen in ihr Schneckenhaus.
schauen zum Fenster raus. Alle Leute gehen jetzt nach Haus, sagen auf Wiedersehen, es war so wunderschön. Alle Leute gehen jetzt nach Haus. Denn das Video ist jetzt aus. Bis bald, ihr Lieben!